Und dann mal gucken. Yay, im Hintergrund wieder Diablo, Twistworm. Auch einer der besten Soundtracks ever. Hier nehmen wir nochmal ein paar Ofenkartoffeln mit. Die sind ja bestimmt hier für ein paar fertig. Kann ja nie schaden, ne? Wer schaden kann, nicht schaden. Ja, es ist kein RPG jetzt gerade. Na gut, so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. So. Dann wieder auf zur Pyramide hin. Ich hoffe, wir haben jetzt alles dabei, was ich brauche. Ich glaube aber schon. Mich wundert jetzt auch, dass wir hier jetzt relativ viele, viele Frames haben. Kann ich tatsächlich auch mal eine Minecraft-Folge raushauen mit 60 Frames. Hey, für diejenigen, die es gucken können. Auch wenn das länger braucht beim Rendern. Aber hey! Qualitativ hochwertige Minecraft-Folge. Yay! Also einigermaßen. Also zumindest optisch. Inhaltlich. Habe ich ja so meine Bedenken. Aber naja. Es ist halt Minecraft. Raketentechnologie. Ne? Ich habe ja immer wieder Probleme mit Modden. Andere Personen haben bestimmt Probleme mit Modden. Und dann so manchmal hast du so Tage, da läuft Minecraft, du hast nichts geändert, es läuft bei 20 Frames kontinuierlich, da hast du nichts geändert und es läuft wie jetzt hier auf 60 Frames kontinuierlich. Es ist Minecraft. Und im Hintergrund laufen dieselben Programme wie sonst auch. Gar keine. Zumindest keine unnötigen. Dem einen oder anderen fällt sowieso hier 60 Frames sowieso nicht auf, aber ich mach das jetzt trotzdem mal. Hier, in den Ofen. Ich habe natürlich hier keine Kohle, also zumindest nicht im Inventar. Da haben wir einen ganzen Kohleblock, da haben wir auch nochmal ein bisschen Kohle. Können wir das hier mal reinhauen, dann haben wir hier bestimmt auch noch irgendwo Eisen hier. Mit Eisen lässt sich schlecht reisen. Ach shit, da kommen diese Kreaturen wieder. Kreaturen der Flammen. Es gibt ja Leute, die meinen, ich soll immer so reden. Aber es geht auf Dauer doch echt auf den Zeiger. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. So, mit einer Axt bewaffnet, kehre ich hier zurück. Ich traue hier nichts und niemanden, auch nur einen Meter weit. Schön halt, wie jetzt da so die Lava runterfließt und du siehst halt da so die Meteoritendinger da rumkleben, die du abbauen könntest, aus denen du wieder Rüstung bauen könntest und ich weiß nicht was. Na, also wir haben da ja überall jede Menge Möglichkeiten mit der Mod. Wir müssen es halt nur mal bei Gelegenheit nutzen. Ne? Nun gut. Wir hauen jetzt hier erstmal den Boden raus, um das jetzt hier irgendwie mal zu verschönern. Den Sand hier vielleicht per Hand. Und zwischendurch hier immer mal wieder Sandstein reinsetzen, nicht, dass ich das dann irgendwie vergesse und die Orientierung verliere und keine Ahnung was. Man weiß ja, wie das ist. Hier mit einer schönen Kartoffel erstmal reinhauen. Ne? Und dann mal gucken. Das wird schon. So, eine schöne Ofenkartoffel weiß erstmal in den Sand gesetzt. Komme manchmal auch so vor, als hätte ich einen Sacharzer gefrühstückt. Dabei habe ich ja schon mal erwähnt, ich finde ihn ja als Let's Player an sich eigentlich jetzt nicht so Banane. Ohne dabei jetzt irgendwen oft auf den Schlips zu treten oder sowas. Das meine muss auch keiner teilen, ist halt wie gesagt meine Meinung. So an sich als Person. Wenn er normal irgendwie sich über irgendwas unterhält oder sowas, ist für mich ein ganz anderer Mensch. Für mich persönlich wirkt er stark gekünstelt, sobald er halt ans Let's Playen rangeht, was ich persönlich dann doch eher finde. Aber das kann halt jeder sehen, wie er möchte. Ja? Und damit greife ich auch nicht ihn als Person an. Sondern halt, wie gesagt, mir gefallen halt seine Let's Plays nicht. Aber nun gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ach ja, weil ich den Sarazer gefrühstückt habe. Das wollte ich jetzt aber gar nicht eigentlich anreden. Aber nun gut. Jetzt habe ich es ja doch getan. Und ja. Ne? Ist halt so. Ist wahrscheinlich auch ähnlich wie mit mir diversen Leuten gefallen. Ich nicht. Passiert. Shit happens. Anderen gefällig. So ist das Leben. Shit happens und so. So, ich muss jetzt hier tatsächlich zwischendurch mal die Dinger hier wieder setzen. Sonst kann es sein, dass ich dann zwischendurch einfach mal vergesse, ob die jetzt hier noch hin müssen oder nicht.
Wir machen das jetzt hier tatsächlich mal. Machen wir hier zack, 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 zack. Machen wir immer so Reihe für Reihe weg. Machen dann die Sandsteine wieder dahin. Es wird jetzt eine kleine Friemelarbeit, aber in der Zeit hier kann ich mich jetzt wesentlich besser unterhalten, weil ich ja mein Chameleon-Blick-Modus deaktiviert habe. Ist jetzt nicht mehr nötig. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, da kann ich jetzt eigentlich mal so eine Frage anschneiden, die ich auch schon auf Ask.fm bekommen habe. Und zwar so die Frage, was halte ich denn von den ganzen Steam-Sales und Gedöns? Also eigentlich stand da nur, was hältst du von den ganzen Steam-Sales ohne Gedöns? Und ja, ich habe eigentlich die Frage auf Ask.fm jetzt mehr oder weniger schon kurz beantwortet. Und zwar hatte ich da als Antwort geschrieben, dass ich das grundsätzlich halt aus spielerischer Sicht eine gute Idee finde für den eigenen Geldbeutel. Allerdings muss man ja wie alles immer aus mehreren Perspektiven sehen. Ne, du hast ja nicht nur die Perspektive als Spieler, du hast auch die seitens der Wirtschaft und der Entwickler. Ne? Und wenn man da halt mal so bedenkt, es gibt teilweise Spiele, die kriegst du echt spottbillig wie sonst irgendwo nirgends. Und es ist nun mal nicht so, dass das Spiele einen gewissen Marktpreis haben oder sowas, oder dass dieser Marktpreis eigentlich theoretisch verfallen würde. Nur halt aus unserer Sicht, dass wir halt dann sagen, als Spieler, wo wir dann sagen, ja, das Spiel ist doch jetzt schon so und so alt und dann nehmen sie dafür nur 30 Euro und bla und blub. Ja, aber auch nach diesen 30 Jahren muss man dafür immer noch diverse Lizenzen bezahlen, um das Spiel vertreiben zu können und keine Ahnung was. Auch nach 30 Jahren müssen irgendwelche Lizenzkosten noch bezahlt werden und frag mich nicht, ne, wie das manchmal halt so ist. Und dann fragt man sich halt auch so hin und wieder, wie schafft es eine Plattform wie Steam überhaupt, diese ganzen Spiele halt so günstig anbieten zu können. Ich meine, früher war das so, da mussten die Keys definitiv noch einkaufen. Wie das heutzutage ist bei Steam, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich irgendwie ein bisschen raus. Weil sich das inzwischen auch schon so verändert hat, weil Steam irgendwie inzwischen eine Form der Verpflichtung ist. Für PC-Spieler zumindest. Und das ist ja dann doch schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist eine schwierige Sache. Ne? Ich meine, so für uns Spieler ist es alles total supi, weil wir bekommen super Spiele für einen super Preis. Na, also da kann sich, glaube ich, kaum einer beschweren. Und naja, von daher, das ist schon nicht schlecht. Also wenn du da ein Spiel bekommst, teilweise das günstigste Spiel, das ich ja mal gekauft habe, war für 9 Cent. Na gut, das war auch ein Indie-Titel. Aber es gibt auch einige andere Titel, wie zum Beispiel jetzt hier das neue Tomb Raider. Das gibt es immer wieder jetzt, ist ja jetzt erst 2013 rausgekommen. Kriegst du teilweise schon für 5 Euro oder weniger, wenn da irgendein Sale antritt und sowas. Und Tomb Raider ist, finde ich persönlich, halt auch wieder so ein schönes Beispiel halt, was Steam so insgesamt halt so ein bisschen zeigt, was das für Auswirkungen so generell hat. Weil jetzt gerade heute kam nämlich wieder eine Nachricht rein, dass das Tomb Raider von 2013 ist das meistverkaufteste Tomb Raider ganzen Serie. Und dann denke ich mir so, ja, gut, kein Wunder, wenn du das Spiel teilweise hinterhergeschmissen bekommst für ein paar läppische Euro. Ne, weil da kann man schon gar nicht mehr Nein sagen. Ne? Also das ist schon, ne? Ich meine, Square Enix ist so eine Firma gewesen, weißt du, die denkt sich so, ja, also wenn wir das Spiel auf den Markt bringen, dann muss es sich mindestens so und so oft verkaufen. Ne? Und was total
Humbug ist, nur weil irgendwelche Analysten meinen, das muss ich jetzt so und so oft verkaufen, nach unseren Analysen. Und wenn es das nicht schafft, dann ist das Spiel irgendwie ein totaler Flop gewesen und frag mich nicht. Und ich weiß dann nicht, inwieweit das dann immer noch eine gute Verkaufsstatistik ist, wenn diese Verkaufsstatistik halt in gewisser Weise verfälscht wird, weil der Umsatz halt nicht dementsprechend ist, wie die Verkaufszahlen es beweisen könnten. Ne, ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Versionen jetzt davon tatsächlich die PC-Version rein sind, wie viele halt die Konsolenversionen sind, aber was ich weiß ist, es ist gar nicht mal so wenig. Ne, es wird ja immer gesagt, ja, PC-Spieler, es ist irgendwie nur so ein geringer Anteil aller Spieler. Totaler Humbug. Ne, und es ist, du musst dir halt vorstellen, wenn du dann halt sagst, ja, ich habe das Spiel 8 Millionen Mal verkauft, klingt ja dann erstmal nach einer schönen Zahl, aber wie viel hast du dann tatsächlich eingenommen an Gewinn und Gedöns, wenn du dann im Prinzip eigentlich nur, keine Ahnung, das Spiel für 3 Euro jeweils verkauft hast, wenn es vor 50 Euro gekostet hat. Ne, wenn man mal so rumdenkt. Und das sollte man nun wieder echt hinterfragen. Bei solchen Statistiken, wo dann irgendwer sagt, ja, es ist meistverkauftestes Spiel ever. Generell in den letzten Jahren gibt es immer mal wieder irgendwelche Firmen, die meinen, ja, das und das Spiel, ne, also das hat sich jetzt so und so viel mehr verkauft als der Vorgänger und keine Ahnung. Ja, es liegt aber auch daran, dass es in den letzten Jahren auch deutlich mehr Möglichkeiten gibt, Spiele digital zu erwerben und es sind Leuten wirklich einfacher gemacht, es einfach nicht aus dem Haus rauszugehen, Spiele für einen günstigen Preis zu bekommen und ich weiß auch nicht was. Ne? Und also was gab es ja jetzt vor wenigen Jahren halt noch nicht so in den Ausmaßen. Das muss man immer wieder bedenken, wenn da irgendwer daherkommt und sagt, ja, es ist das, ne? So, wir haben das ganz oft verkauft. Ah, ganz oft. Ne, und von daher, man darf sowieso nicht jeder Statistik vertrauen. Es ist so wie, keine Ahnung, jetzt habe ich schon wieder Kreaturen. Wenn man generell Statistiken erstellt und sagt, ja, im letzten Jahr haben wir, keine Ahnung, die Konsole hier bitte einfügen, so und so viel mal verkauft und in diesem Jahr haben wir die Konsolen, Konsolen, keine Ahnung, 200% mehr verkauft oder sowas. Da muss man natürlich auch bedenken, man kann nicht das eine Jahr mit dem nächsten vergleichen. Man muss halt gucken, gab es irgendwelche finanziellen Probleme im vorherigen Jahr, dass halt die letzte Konsole nicht verkauft werden konnte oder sei es jetzt in Form von Inflation oder ich weiß nicht was. Oder gab es, keine Ahnung, großen Sale mit irgendwelchen Konsolen, sodass die Konsole halt sehr, sehr günstig angeboten werden konnte und deswegen viele diese Konsole gekauft haben. Ne? Also, irgendwelchen Analysten und Statistiken, denen kannst du auch nur so weit trauen, wie, keine Ahnung, deine Nase lang ist. Und selbst da musst du gucken, ob du über den Tellerrand gucken kannst oder nicht. Also Statistiken sind oftmals echt irgendwie voll für den Arsch. Also jetzt meine ich nicht die Arschstatistik, ne, das ist was anderes. Na, aber Statistiken sind nicht immer unbedingt, oh, was haben wir da? Strings. Sind nicht immer unbedingt so das Geilste. Man muss jede Statistik, die du irgendwo findest, immer so ein bisschen hinterfragen. Wer hat es veröffentlicht? Warum hat sich diese Statistik so entwickelt und welche Zahlen wurden denn nicht einbezogen und so weiter und so fort.
Statistiken sind oftmals nur eine Lüge dessen, was andere beschönigen wollen. Glaube ich. Eventuell. Möglicherweise. Aber naja. Ne? Selbiges kann man halt auch jetzt sagen über die Arbeitslosenzahl. Ne? Wenn da halt gesagt wird, ja, ist, ne? Diesen und diesen Monat haben wir die Arbeitslosenzahl um so und so viel Prozent gesenkt. Und im nächsten Monat sind sie um so und so viel Prozent gestiegen. Das ist, ne? Arbeitsamt. Wenn man da halt bedenkt, wie viele Leute halt sie einfach nur rausgeschmissen haben per 400-Euro-Job und Gedöns. So nach dem Motto, einfach aus der Statistik raus, damit dann irgendwer gut dasteht, damit irgendwer sagen kann, jupp, ihr habt euren Job gut gemacht, ihr habt Arbeitslosen Arbeit gegeben. Es ist, ne? Voll für den Arsch. Ehrlich. Und dann heißt es, ja, mit unserer Wirtschaft geht's auf. Also richtig so bergauf, weißt du? Ah, nun gut. Bevor ich mich jetzt hier weiter irgendwie herumdingse und sowas, mache ich jetzt gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Ich hoffe, ich habe das mit dem Sound von der letzten Folge jetzt geregelt. Und ja, bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.